Ja, willkommen zurück bei talradler.de. Ich habe vom Julian dankenswerterweise eine Fahrradkarte von Vancouver bekommen und die gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Natürlich ist es eine Fahrradkarte mit vielen Fahrradwegen, die hier eingezeichnet sind, aber es geht noch ein bisschen darüber hinaus. Hier gibt es einige Regeln zum Beispiel, wie man sich auf der Straße verhält, wie man am besten links abbiegt, wie man eine Bikebox benutzt und welche Telefonnummer man anrufen kann, wenn man Fragen hat. Jetzt drehen wir die Karte mal um. Ja, die Legende zeigt uns, was für eine Art Radweg vorhanden ist und welche Steigung der Radweg hat. Hier zum Beispiel geht es schon steil bergauf. Man sieht es ganz gut an den Pfeilen. Wenn man so auf der Karte guckt, sieht man schon, auch Vancouver hat größere Höhenunterschiede. Das ist also nicht nur ein Wuppertaler Phänomen. Der Radverkehr läuft dort aber deutlich besser. Liegt vielleicht auch an der Verbindung zu anderen Verkehrsmitteln, die hier aufgeführt sind. Im Bus ist die Fahrradmitnahme 24 Stunden am Tag möglich. Ähnliches gilt ja auch in Wuppertal, nur in Vancouver wird es offener kommuniziert. Das war ein kurzer Blick auf diese handliche Fahrradkarte im Scheckkartenformat. Eine tolle Sache, wie ich finde.